Wir kommen jetzt zu einem anderen Thema. Die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth wird jetzt gleich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufen. Da gibt es Anträge von der AfD-Fraktion und von der FDP-Fraktion. Es geht um die Überprüfung von Stickstoffdioxid-Grenzwerten. Das Umweltbundesamt, das hat gerade jüngst vor Stickstoffdioxidbelastung gewarnt in einer aktuellen Studie. Danach gibt es in Deutschland jährlich sterben 6.000 Menschen aufgrund einer zu hohen Stickstoffdioxidbelastung. Zwar sei die Belastung mit NO2 gesunken, aber in 70 deutschen Städten würden die Grenzwerte weiterhin überschritten. Dieselautos, die gelten ja als ein Hauptverursacher dieses Stickstoffdioxidausstoßes. Ja, die Anträge von AfD und FDP-Fraktionen zu diesem Thema, die AfD zum einen, die zweifelt an wissenschaftlich erwiesenen Zahlen zu Todesfällen aufgrund der Überschreitung von den Grenzwerten und fordert eine Überprüfung der von der EU ja festgelegten NO2-Grenzwerte. Dann gibt es noch einen FDP-Antrag. Darin fordert die Fraktion unter anderem, dass die Bundesregierung eine bundesweit vergleichbare Schadstoffmessung in den deutschen Städten gewährleisten soll. Also das wird hier Thema in der nächsten, ja, guten halben Stunde sein. Diesem Thema wird sich der Bundestag jetzt hier kurz vor acht mit etwas Verspätung erst widmen. Ungefähr eine Stunde hängt hier das Hohe Haus in seinem eigenen Zeitplan. Der erste Redner jetzt, Marc Bernhard für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wir haben in den letzten Wochen und Monaten viel über Schadstoffe in der Luft, über Stickoxide, Fahrverbote, Grenzwerte und auch über eine sogenannte Studie mit hochgerechneten angeblichen Todesfällen gesprochen. Aber ging es denn bei dieser ganzen Debatte wirklich um eine gesündere Umwelt und um eine bessere Volksgesundheit? Nein, es ging vor allem um die Abschaffung des Individualverkehrs. Auch die derzeit in Deutschland gültigen Grenzwerte für Stickoxide dienen letztlich nur diesem einen Ziel, das Automobil zu verteufeln und damit Millionen von Arbeitsplätzen in Deutschland zu gefährden. Ich darf in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass es das klare Ergebnis des Dieseluntersuchungsausschusses hier im Deutschen Bundestag war, dass keine Gesundheitsbeeinträchtigung durch Stickstoffdioxid in Konzentrationen unter 900 Mikrogramm pro Kubikmeter nachweisbar sind. Der Stickoxid-Grenzwert für Arbeitsplätze beträgt dementsprechend auch 950 Mikrogramm. Und wo liegen die Grenzwerte für Stickstoffdioxid in der Außenluft? Bei gerade einmal 40 Mikrogramm. Dort also, wo sich die Menschen in diesem Land 8 Stunden und mehr jeden Arbeitstag aufhalten, dürfen Sie mehr als das 20-fache dessen einatmen, als an der Kreuzung, wo Sie sich nur wenige Minuten am Tag sind. Daran sieht man, hier geht es nicht um die Gesundheit der Menschen, sondern hier ist jedes Augenmaß, jede Abwägung, jede Verhältnismäßigkeit und Zweckmäßigkeit auf dem Altar einer irrationalen Autoabschaffungsideologie geopfert worden. Eurokratisch grüne Grenzwertfanatiker wollen nicht die Umwelt oder die Gesundheit schonen. Sie wollen gängeln und sie wollen überwachen. Kein Fleisch in den Kantinen und kein Auto auf den Straßen. Das ist das grüne Leitmotiv, mit dem ganz offensichtlich auch die EU-Bürokraten Gehirn gewaschen wurden. Selbst in Kalifornien, das mit die strengsten Umweltvorschriften der Welt hat, gelten wie im Rest der USA 100 Mikrogramm pro Kubikmeter, also das 2,5-fache wie in Deutschland. Und die US-Umweltbehörden haben diesen Grenzwert erst kürzlich noch mal ausdrücklich bestätigt, und zwar mit der Begründung, dass dieser so wörtlich einen angemessenen Schutz der öffentlichen Gesundheit gewährleistet und insbesondere, hören Sie da mal gut zu, eine ausreichende Sicherheitsmarge auch für ältere Menschen, Kinder und Menschen mit Asthma berücksichtigt. Dass Europa und Deutschland diesen Grenzwert noch einmal auf weniger als die Hälfte herabgesetzt haben, kann ich ernsthaft
mit Gesundheitsbedenken begründet werden, sondern zielt vielmehr auf eine weitere Drangsalierung der Automobilindustrie und der Dieselbesitzer ab. Und so werden dann auch statistische Hochrechnungen, die Durchforstung ganzer Datenberge nach allen möglichen Korrelationen als wissenschaftlich seriös dargestellt und als epidemiologische Studien bezeichnet, mit denen sich angeblich 6.000 vorzeitige Dieseltote nachweisen lassen, um dies dann medienwirksam auszuschlachten. Dass das Umweltministerium im Nachhinein jedoch kleinlaut einräumen musste, dass die ursächliche Wirkung von Stickoxiden für diese angeblichen Todesfälle mit einer solchen Studie gar nicht belegt werden kann, wird dagegen dann gerne verschwiegen. Und selbst die sagenumwobene WHO-Empfehlung für den 40-Mikrogramm-Grenzwert aus dem Jahr 1997 basiert ebenfalls nur auf epidemiologischen Untersuchungen, also auf rein statistischen Hochrechnungen. Versuche der WHO in den Jahren 2000 und 2005 diesen Grenzwert mit klinischen Studien zu bestätigen, sind krachend gescheitert. Der damalige Verhandlungsführer in Brüssel und Abteilungsleiter im Bundeswirtschaftsministerium hat daher völlig zu Recht in seiner Stellungnahme für das Bundesverwaltungsgericht im Rahmen des Dieselurteils klargestellt, dass dieser EU-Grenzwert willkürlich gewählt wurde. Wir schließen uns dieser Expertenmeinung an und fordern das Ende der Verteufelung des Individualverkehrs und die unverzügliche Überprüfung der Stickoxidgrenzwerte. Denn diese Grenzwerte sind ungerechtfertigt, sagt der Dieseluntersuchungsausschuss. Diese Grenzwerte sind unsinnig, sagen die Fachmediziner. Und diese Grenzwerte sind willkürlich festgelegt, sagt der damals Zuständige im Wirtschaftsministerium. Hören Sie deshalb endlich damit auf, ohne haltbare wissenschaftliche Basis in rein ideologischer Verblendung Millionen von Dieselbesitzern kalt zu enteignen, die Existenz vieler kleiner Handwerksbetriebe zu gefährden und Millionen von Arbeitsplätzen in der deutschen Automobilindustrie zu vernichten. Frank Bernhard war das für die AfD-Fraktion. Er hat die Zweifel seiner Fraktion formuliert, wenn es um die Grenzwerte für Stickoxide geht, die die EU festgelegt hat. Und die AfD hat es entsprechend in einem Antrag formuliert. Nächster Redner jetzt, Oliver Grundmann für die CDU-CSU-Fraktion. Er ist Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Naturschutz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kollege, Antragsteller von der AfD, ein Stück weit weniger Polemik und Übertreibung hätte bei der Vorstellung Ihres Antrages gut getan, und dann hätten wir hier auch eine sachliche Debatte führen können. Und wir wollen ja hier auch, weiß Gott, nicht alles schlecht machen, was aus Ihrer Feder kommt und in Ihrem Antrag steht. Und grundsätzlich, und da spreche ich mich ausdrücklich auch aus für die Ausführungen der Kollegin der FDP, Frau Skudelny, es muss Schluss sein mit dieser ideologischen Hexenjagd auf unseren Dieselmotor, und es muss auch Schluss sein mit entsprechenden fragwürdigen Studien des Uber, die renommierten Wissenschaftlern damit vor den Kopf stoßen. Das haben wir auch klar zum Ausdruck gebracht. Denn das verunsichert die Menschen in diesem Land, und da gebe ich durchaus recht, und das wollen wir auch ausdrücklich nicht, das weisen wir entschieden zurück. Und kurz zu Ihnen, liebe Kollegen der FDP, da stehen durchaus wertvolle Dinge drin in Ihrem Antrag, über die zu sprechen es sich lohnt und wir auch diskutieren werden in den zuständigen Ausschüssen, über Möglichkeiten zur Digitalisierung unserer Infrastruktur, über notwendige Umgehungsstraßen und auch über objektivere Schadstoffmessungen. Dazu werden wir entsprechende Ausführungen hören und auch diskutieren. Und wir als Union arbeiten mit Hochdruck an innovativen Lösungen und lassen uns bestimmt nicht hetzen von der Panikmache der Deutschen Umwelthilfe und anderen Interessenverbänden, die dort ein kraftvolles Orchester anschlagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir verwehren uns gegen eine solche Dieselpanikmache, aber wir verwehren uns gleichermaßen gegen die scheinbar einfachen Antworten der AfD. Sie legen hier zwei Seiten vor, zwei Seiten, schrauben so ein Stück weit an den Grenzwerten, das geben Sie jedenfalls vor, und dann seien die
Probleme vom Tisch. So läuft das aber nicht. Das ist einfacher Populismus. Das sind ganz einfache Antworten. Und ich will Ihnen auch sagen, warum solch ein Antrag in die falsche Richtung führt. Weil es überhaupt nicht nötig ist in unseren Augen, diese Grenzwertdiskussion. Ganz im Gegenteil, es wäre sogar höchst fahrlässig, jetzt an den Grenzwerten herumzuschrauben. Und das ist eben auch der springende Punkt in dieser Debatte. Und da scheiden wir uns auch fundamental von den Positionen der AfD, aber auch gleichermaßen von den Ausführungen der Grünen. Wir stehen nämlich zu dem Diesel. Und wir vertrauen auch der Dieselantriebstechnologie. Wir sehen unseren Diesel nicht lediglich als Verursacher von NO2-Überschreitungen an, sondern eben auch als Teil einer Lösungsstrategie. Und das wird uns eben helfen, unsere ambitionierten Ziele im Bereich des Klimaschutzes zu erreichen. Und gleichermaßen werden wir mit den neuen Euro 6D-Dieseln auch die Grenzwerte zukünftig erhalten. Und ich weiß, ihr von den Grünen wollt das nicht. Ihr habt eine vollkommen andere Ausrichtung. Ihr findet den Diesel per se schlecht. Und Sie, Kollegen von der AfD, und da habe ich mir schon ein Stück weit die Augen gerieben, als ich mir Ihren Antrag durchgelesen habe und eben auch diese Ausführung noch gesehen habe, Sie wollen im Grunde das auch nicht, den Diesel nämlich zukunftsfähig machen. Jedenfalls erreichen Sie das nicht mit einem Antrag, so wie Sie ihn ausformuliert haben. Sie gebärden sich als Dieselretter und bewirken im Grunde genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil von dem, was wir hier als richtig erachten. Herr Grundmann, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung eines Kollegen von der AfD? Ja, gerne. Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage gestatten. Sie haben gerade eben ausgeführt, dass Sie zu dem Diesel stehen und dass Sie davon ausgehen, dass Sie die Grenzwerte, das heißt also die Luftgrenzwerte, mit der Dieseltechnologie erreichen. Jetzt frage ich Sie, kennen Sie die Studie, die Luftreinhaltepläne der Stadt Stuttgart zu diesem Thema? Da steht nämlich drin, dass eigentlich nur ein totales Fahrverbot für alle Fahrzeuge in der Stadt Stuttgart dazu führt, dass man diese Grenzwerte erreicht. Das passt nicht zusammen mit Ihrer Aussage. Es würde mich generell auch mal interessieren, wie Sie die Connection machen zwischen Luftgrenzwerten und Fahrzeuggrenzwerten. Die ist nämlich überhaupt noch gar nicht beleuchtet worden. Deshalb finde ich jetzt Ihre Aussage dazu sehr mutig. Und ich würde gerne was dazu lernen, wie wir da vielleicht eine Verbindung herkriegen und wie wir das einordnen können in diese wissenschaftliche Studie, die dann doch vom Umweltministerium Baden-Württemberg kommt. Vom Verkehrsministerium, Entschuldigung. Es muss nicht eine Frage sein, es kann auch eine Bemerkung sein. Also, sehr geehrter Herr Kollege, ich werde da im Rahmen meiner Rede noch darauf eingehen, auf die Ausführungen, und auch in der kurz bemessenen Redezeit werden wir auch noch über entsprechende Möglichkeiten der Luftreinhaltung im Rahmen des Sofortprogrammes eingehen. Diese Studie, darüber werden wir im Rahmen der Antragsdiskussion in den Ausschüssen ausführlich diskutieren. Vielen Dank. So, Sie schreiben in Ihrem Antrag ganz fleißig, dass mit den neuen Dieselmotoren die NO2-Belastung automatisch zurückgehen werden. Und das ist auch richtig so, dem stimme ich ausdrücklich zu. Wir haben bald, wenn das so weitergeht, an zahlreichen Messstellen in unserem Land, und da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass das auch in den anderen Städten möglich sein wird, keine Überschreitung mehr. Aber gleichzeitig heißt es eben in Ihrem Antrag, die Grenzwerte seien viel zu streng und müssten auf dem Prüfstand. Und ich frage mich schon, wie soll das zusammengehen? Sollen wir der Automobilindustrie jetzt sagen, diejenigen, die jedenfalls fleißig waren, die sich angestrengt haben, lieber Autobauer, wir haben uns geirrt, das mit den sauberen Dieseln, die ihr entwickelt habt, das könnt ihr jetzt behalten, brauchen wir nicht mehr, Grenzwerte reduzieren wir, alles fein. Was für ein fatales Signal, was für ein falsches Signal wäre das für die Anstrengungen der deutschen Automobilindustrie? Die brauchen Planungssicherheit. Und das, was hier im Grunde heraufbeschworen wird oder angefordert wird, das ist im Grunde Industriepolitik aus Zeiten des Sozialismus. Was nicht passt, das wird einfach passend gemacht. Und genau das ist das, dem wir uns entschieden widersetzen. Und warum sind NO2-Belastungen in den letzten Jahren so drastisch gesunken? Um 60% allein in den letzten 25 Jahren. Warum haben wir diese hochentwickelten Dieselmotoren überhaupt am Markt? Eben weil wir die Motoren fortwährend weiterentwickelt haben und eben weil wir klare staatliche Vorgaben gemacht haben, um einen entsprechenden Innovationsdruck zu erzeugen. Und diesen, den wollen Sie jetzt im Grunde auf diesem Wege einfach verpuffen lassen. Und ich will ja auch nicht alles schlecht reden an dieser Stelle, aber man kann schon sagen, das ist so ein Stück weit pubertär.
Da kommt ein Schüler nach Hause, hat schlechte Noten und versucht dann, das gesamte Benotungssystem zu verändern, anstatt bessere Leistungen zu bemühen. Und das ist ein Ansatz, der in die falsche Richtung geht. Mit diesem Ansatz verabschiedet sich Deutschland in die Mittelmäßigkeit. Das wäre ein Albtraum für unsere deutsche Wirtschaft und für das Ansehen in der Welt. Und betrachten wir das noch mal aus einer anderen Perspektive. 28 EU-Staaten, 28 alle, haben sich auf verbindliche Grenzwerte verständigt. Und jetzt soll ausgerechnet das Land, der Autobauer, der VW-Sünder, bei der EU-Kommission vorstellig werden. Wir würden erstens keinerlei Zustimmung bekommen, und zwar zu Recht auch keine Zustimmung. Wir würden uns lächerlich machen. Wir würden uns blamieren. Ich will Ihnen sagen, wir stehen für Verlässlichkeit und Vertragstreue gegenüber unseren europäischen Partnern, so wie wir es festgeschrieben haben. Sie aber wollen im Grunde in einen irrlichternden Trump-Staat im Herzen Europas, und das lehnen wir entschieden ab. Und ein zweiter Punkt, was wäre das auch für ein fatales Zeichen für unsere Bürger? Denen sagen wir dann, haben wir nicht hingekriegt mit den Grenzwerten, macht nichts, Grenzwerte runter, tausende Diesel unter Wert verkauft oder verschrottet uns egal, das wäre euer Problem. Meinen Sie, das ist AfD-Politik, eine bürgernahe Politik? Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Grenzwerte, die wir haben, sind eine wichtige Arbeitsgrundlage und an denen halten wir fest. Wir haben das Sofortprogramm Saubere Luft der Bundesregierung, Elektrifizierung von Fahrzeugflotten, Digitalisierung, kommunale Verkehrsleitsysteme. Und ich komme von der Küste, auch dort haben wir noch große Chancen im maritimen Bereich, große Potenziale, Energie, Wind, Wasserstoff, Landstrom, Zero-Emission-Antriebe. Alles das sind gute Wege in die Zukunft. Damit können wir die Städte sauberer machen, moderner und lebenswerter. Und mit einem solchen Maßnahmenpaket bleibt Deutschland Mobilitätsland und auch Innovationsführer. Und das sind die Chancen der Zukunft, die wir kraftvoll anpacken werden. Ihr Antrag, muss ich hier ausführen, ist leider rückwärtsgewandt. Wir schauen nach vorn. Vielen Dank. Also ich habe gesehen, dass Sie eine Frage stellen wollen, aber wir sind extrem spät in der Zeit und ich bitte Sie, da schon eine Frage aus Ihrer Fraktion ja gestellt worden war, dass wir jetzt mal ein bisschen schneller durchgehen. Sind Sie einverstanden? Ja, Sie sind einverstanden. Dann kommt jetzt als nächste Rednerin Judith Skudelny für die FDP. Meine Damen und Herren, Frau Präsidentin, der Dieselfahrer darf nicht zum Bauernopfer der Nation werden. Die EU-Grenzwerte wurden 2008 auf Basis von Korrelationsstudien festgelegt. Ich möchte Ihnen mal zeigen, was Korrelationsstudien können. Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Ehedauer korreliert, das heißt zusammenhängt, mit dem Umfang der Bäuche der Ehemänner. Das heißt, je länger eine Ehe dauert, desto größer wird der Bauch. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht unbedingt, dass tatsächlich der ausschlaggebende Punkt für den Bauchumfang die Tatsache der Ehe ist. Vielmehr sind da andere Tatsachen wie ein veränderter Stoffwechsel, das Alter, mangelnder Sport und eine andere Ernährung Grund dafür, dass der Bauch ein bisschen größer wird. Und genauso wie man bei der Ehe und dem Bauchumfang nicht eins zu eins Rückschlüsse ziehen kann, ist tatsächlich auch der Stickoxid bei der Frage der Herz-Kreislauf-Erkrankungen das geringste der auftretenden Risiken. Nach wie vor sind die größten Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland Übergewicht, Rauchen, mangelnder Sport und falsche Ernährung. Und das sollten wir den Menschen mal da draußen noch mal sagen. Aber nicht nur das. Wir Deutschen sind auch so ein bisschen die Messidioten Europas. Während andere vollkommen im Rahmen der europäischen Gesetzgebung ihre Messstation ein Stück weit weg von den Straßen, teilweise unter Palmen aufstellen, hat man das Gefühl, dass wir in Deutschland, die Länder und Städte, auch bemüht sind, hier Höchstergebnisse zu messen. Ich sage es so ein bisschen mal mit Dieter Nuhr. Der hat gesagt, es ist so, wie wenn man den Körpergeruch eines Menschen versucht, bei ihm am Hintern abzumessen. Und das ist die Gemengelage zwischen super strengen Grenzwerten der EU
und radikalen Messmethoden in Deutschland. Und genau in dieser Gemengelage drohen die deutschen Dieselfahrer zum Opfer der Politik zu werden. Und eins möchte ich mal sagen, nachhaltig ist es nicht. Nachhaltig ist das ausgewogene Maß von ökologisch, ökonomisch und sozial. Und schaut man mal, was beispielsweise ein Dieselfahrverbot bewirkt, dann sehen wir, dass wir in die wirtschaftlichen und sozialen Belange derer, die kalt enteignet werden, derer, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf machen wollen, derer, die im Handwerk und Mittelstand wirtschaften möchten, dem geringen ökologischen Nutzen einer leichten Senkung geopfert werden. In Deutschland müssen wir drei Dinge noch viel entschlossener angehen. Erstens, die Messstellen müssen wir bundeseinheitlich, weil auch die Bundesbürger die Konsequenzen tragen, bundeseinheitlich innerhalb des europäischen Rechtsrahmens, aber unter Ausnutzung der Toleranzen aufstellen. Wir müssen zweitens bezüglich des Vertragsverletzungsverfahrens mit der EU im Gespräch bleiben. Wir müssen zeigen, dass wir durchaus noch nachhaltige Maßnahmen haben, die wir anwenden können und müssen, um die Grenzwerte einzuhalten, und zeigen, dass es nach den Erfolgen, die wir bereits haben, die Luft in Deutschland ist so gut wie seit 30 Jahren nicht, dass wir nur noch etwas mehr Zeit brauchen, um die Grenzwerte einzuhalten. Und drittens, und das unterscheidet uns, auch bei der Luftreinhaltung ist Stillstand ein Rückschritt. Natürlich wollen wir besser werden. Und es gibt eine Maßnahme, mit der können wir ganz einfach den gesellschaftlichen Belangen und den ökologischen Belangen Rechnung tragen. Wir müssen unsere Fahrzeuge zum Fahren bringen und wir müssen den Verkehr zum Fließen bringen. Dann sind die geringsten Schadstoffausstoße vorhanden. Umgehungsstraßen, bessere Infrastruktur, digitalisierte Verkehrslenkung und ein attraktiver ÖPNV. So macht man nachhaltigen Luftschutz. Vielen Dank. Judith Skudelny, für die FDP-Fraktion war das. Und auch die FDP zweifelt daran, dass man diese Grenzwerte, dass man die Todesfälle darauf zurückführen kann, unbedingt das Bundesumweltamt auf den Stickstoffdioxidausstoß zurückgeführt hat. Uli Nissen jetzt für die SPD-Fraktion. Der Antrag der AfD nicht. Die AfD bestreitet bekanntlicherweise auch den Klimawandel und nimmt anscheinend auch den Gesundheitsschutz der Bevölkerung nicht besonders ernst. Da fällt mir der Spruch von Otto Waalkes ein: Rauchen ist nicht gesundheitsschädlich, sagt Dr. Marlboro. Dazu passt: Bei der AfD gibt es einen Kollegen, der langjährig bei Daimler beschäftigt war, der die Gesundheitsfragen durch Stickoxide kleinredet. Die 39. Bundesemissionsschutzverordnung sieht aus Gründen des Gesundheitsschutzes vor, dass der Jahresmittelgrenzwert von 40 Mikrogramm für Stickstoffdioxid nicht überschritten werden darf. Auch in meinem Frankfurter Wahlkreis sind an diversen Messstellen Überschreitungen aufgetreten. Hauptsächlich für die Überschreitung in Deutschland ist der Verkehr und hier insbesondere Diesel. Schädlich im Dieselabgas ist vor allem Stickstoffdioxid. Der Mensch reagiert ab einer höheren Konzentration mit Husten, Halsschmerzen, später kommen Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen hinzu. Im schlimmsten Fall führt das zu einem Lungenödem, zu Atem- oder Herz-Kreislauf-Versagen oder auch Asthma. Ich erinnere mich an unsere Debatte zu den Abgastests an Affen. Nach Meinung der Experten stand diese angeblich im Zusammenhang mit einer Veröffentlichung der WHO, die Dieselabgase als krebserregend eingestuft hatte. Da wollte die Automobilindustrie wohl eine eigene Studie, die etwas anderes beweist. Aber dummerweise entsprachen die Ergebnisse nicht den Vorstellungen von VW. Denn auch bei den modernen Dieselfahrzeugen stellten die Forscher kritische Effekte fest, als sie bei den Affen später Blutabnahmen und Lungenabstriche machten. Es kam zu erhöhten Entzündungswerten und Reizungen. Zufälligerweise wurden die Untersuchungsergebnisse nicht veröffentlicht. Bereits 2017 haben sich alle Beteiligten auf das Sofortprogramm Saubere Luft verständigt. Dafür stehen 1 Milliarde Euro zur Verfügung. 750 Millionen Euro kommen da alleine vom Bund. Das Sofortprogramm umfasst folgende Maßnahmen: die Elektrifizierung des Wirtschaftsverkehrs, die Elektrifizierung von Taxis, Mietwagen, Carsharing-Fahrzeugen, die Elektrifizierung von Busflotten im ÖPNV und die Förderung der Ladeinfrastruktur, die Nachrüstung von Dieselbussen im ÖPNV mit Abgasnachbehandlung und die Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme. Es gibt schon gute
Umsetzungsüberlegungen. Mein heimischer Verkehrsverbund, der RMV, will zum Beispiel auf der Taunusbahn Brennstoffzellenfahrzeuge einsetzen. In meinem Frankfurter Wahlkreis wird darüber nachgedacht, Abwrackprämien für alte Mopeds bei gleichzeitiger Neuanschaffung von Elektro-Zweirädern zu zahlen. Da tut man nicht nur was für die bessere Luft, sondern auch für geringeren Lärm. Diesen Unterschied merke ich, wenn ich mit meinem Elektroroller, mit dem bin ich seit 9 Jahren unterwegs, wenn ein alter Moped-Stinker neben mir ist. Der Lieferverkehr steigt immer weiter. Eine gute Lösung wären Mikrodepots. Diese können 3 Paketfahrzeuge ersetzen. Die Stadt Gent in Belgien hat im Lieferverkehr tolle Konzepte entwickelt. Wenn Paketfahrzeuge unterwegs sind, sollen dies nur noch elektrische Transporter sein. DHL geht mit seinem Street-Scooter positiv voran. Es gibt bei diesen Modellen sogar auch Tests, dass der Feinstaub von den Reifen direkt aufgefangen wird, finde ich wirklich hervorragend. Auch E-Mobilität im Güterverkehr muss angegangen werden. Bei mir in Frankfurt auf der A5 wird jetzt eine Teststrecke für Lastwagen gebaut. Ab 2019 sollen dort Trucks an Oberleitung fahren. Es gibt Überlegungen, E-LKWs von der Maut zu befreien. Darüber sollten wir diskutieren. Die Klimaziele müssen auch in der Seeschifffahrt engagierter angegangen werden. Die dringende Hardware-Nachrüstung für dreckige Diesel ist heute Abend ja noch mal ein Extra-Thema. Aus meiner Sicht ist es vollkommen klar, dass wir zum Schutz der Gesundheit unserer Bevölkerung weitere Aktivitäten ergreifen müssen, um die Luftreinhaltung in Deutschland zu verbessern. Lassen Sie uns daran gemeinsam arbeiten. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollegin Uli Nissen. Nächster Redner, Ralf Lenkert für die Fraktion Die Linke. Und Ralf Lenkert ist der Sprecher für Umweltpolitik für seine Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Kolleginnen und Kollegen, alles diskutiert über den Dieselskandal, es drohen Fahrverbote und da hört der Spaß auf. Die Debatte zu den Anträgen von AfD und FDP gibt mir die Chance, für etwas mehr Klarheit zu sorgen. Als Maschinenbautechniker eines Automobilzulieferers bin ich es gewohnt, Parameter auf ihre Wirkung, auf Prozesse im Einzelnen in Zusammenhängen zu beleuchten und zu analysieren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt wird es leider technisch. In der Natur ist ein Stickoxidgehalt von bis zu 9 Mikrogramm je Kubikmeter üblich. In der EU gilt ein Grenzwert von 40 Mikrogramm, der entspricht der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Und das Stundenmittel, also der Durchschnitt über eine Stunde, soll 200 Mikrogramm nicht überschreiten. Wieso ist jetzt bei Arbeitsplätzen ein Grenzwert von 950 Mikrogramm zulässig? Gute Lobbyarbeit? Oder andere Betrachtungsweisen? Es sind Zugeständnisse an die Industrie, weil manche Prozesse einfach anders nicht finanzierbar oder durchführbar sind. Und man handelt mit gesunden Beschäftigten und die haben 2 Möglichkeiten. Sie halten das aus oder sie wechseln den Job. In Kammerversuchen mit Menschen hat man festgestellt, dass Stickoxidbelastung von über 375 Mikrogramm je Kubikmeter schon nach 30 Minuten zu Reaktionen in der Lunge führten. Menschen mit Asthma, Kinder, Senioren, Kranke sind empfindlicher als ein junger, kerngesunder Mann. Deswegen müssen Grenzwerte deutlich niedriger sein. Grenzwerte sollen alle schützen. Herr Kollege Lenker. In Tierversuchen addiert sich NOx-Auswirkung, also Stickoxid-Auswirkung, im Körper, ähnlich wie bei Quecksilber. Wenn Sie jeden Tag eine winzige Quecksilbermenge zu sich nehmen, passiert akut nichts. Aber irgendwann ist die Grenze in Ihrem Körper überschritten und Sie leiden an einer Quecksilbervergiftung. Schleichend verlicht Ihre Gesundheit. Herr Lenkert, erlauben Sie, ich lasse nur eine zu, damit das ganz klar ist. Also erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von einem CDU-CSU-Kollegen? Muss nicht sein. Kollege Möhring. Herr Kollege Lenker, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, ich mache es auch ganz kurz. Ihre Argumentation bei der Grenzwertbetrachtung und das, ja, ist eigentlich, ne? Ihre Betrachtung zu den Grenzwerten bei der Industrie mit der Argumentation, würden Sie die auch bei der Frage anwenden, dass im Bürobereich 60 Mikrogramm als Grenzwert möglich sind, während wir dann die 40 Mikrogramm im Verkehrsbereich haben?
Der Unterschied, die Uhr müsste stehen bleiben. Ja, der bleibt schon stehen. Der Unterschied zwischen der Büroarbeitszeit und dem täglichen Leben ist, wir reden über das Jahresmittel 40 Mikrogramm über das gesamte Jahr. In meinem Büro halte ich, selbst ich, mich mit 70 Stunden Arbeitszeit nicht 8.700 Stunden im Jahr auf. Das heißt also im Klartext, da es eine Summenwirkung ist, ist es durchaus im Interesse von Arbeitgebern, einen etwas höheren Grenzwert zu machen. Und bei gesunden Menschen passiert nicht sofort etwas. Aber das heißt doch nicht, dass ich über das Jahresmittel dann auch in meiner Freizeit unbedingt denselben Belastungen ausgesetzt sein muss, sondern es ist ein Kompromiss, das Mögliche mit den Machbaren zu machen. Und ich zitiere an dieser Stelle den ersten und einzigen DDR-Umweltminister, der sagte, Grenzwerte sind der Kompromiss zwischen dem, was wir bereit sind, an Gesundheitsschäden in Kauf zu nehmen und dem, was unsere Bequemlichkeit oder Wirtschaft erfordert. Und da kann ich Ihnen ein einfaches Beispiel nennen. Wie viele Menschen sind bereit, für ein Tempolimit zu stimmen, obwohl wir wissen, dass mit einem Tempolimit viele Menschen ihr Leben oder ihre Gesundheit nicht verlieren würden? Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Weltgesundheitsorganisation berichtete von einem Unfall an einer Gasheizung. Kinder atmeten über zwei Wochen 30 Mikrogramm Stickoxide ein, um 20% stiegen die Atemwegserkrankungen. Wenn man das weiß, sind selbst 40 Mikrogramm zu hoch. Und sich einfach in Europa auf amerikanische Grenzwerte zu berufen, zeugt davon, dass man den Unterschied zwischen den Schutzsystemen in Amerika und in Europa nicht kennt. In Amerika gibt es nur dann strenge Grenzwerte, wenn eindeutig nachgewiesen ist, es ist schädlich. Aber wenn Sie wie VW oder jemand anderes Schäden verursachen und es wird nachgewiesen, dass Sie die Schuld haben, dann wird es richtig teuer. In Europa ist es anders. In Europa herrscht das Vorsorgeprinzip. Das bedeutet, wenn Schäden auftreten können, müssen Sie nachweisen, dass es nicht passiert, ansonsten bekommen Sie keine Zulassung. Passieren trotzdem Schäden, haben Sie fast keine Haftung. Wenn also hier jemand fordert, amerikanische Grenzwerte, amerikanische Zulassung ohne die amerikanischen Haftungsregeln, handelt er grob verantwortungslos und gefährdet die Gesundheit unserer Bevölkerung und unserer Menschen. Und die Linke steht für das Vorsorgeprinzip. Wir lassen das nicht aufweichen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wie vielen von Ihnen noch bewusst ist, dass Stickoxide zu Ozon führen. Ozon entsteht aus Stickoxiden. Und für den Herrn Techniker oder Ingenieur mal die Formel zur Erinnerung. NO2 plus O2 plus UV-Licht ergibt Stickstoffoxid plus Ozon, solange wie die Energiezufuhr stattfindet. Bei Sonnenschein und Stickoxidkonzentration entsteht also Ozon. Wollen Sie jetzt also wetterabhängige Grenzwerte einführen, dass also der Daimler bei Sonnenschein nicht fahren darf oder VW eine Wetterprognose berücksichtigen muss, bevor er losfährt? Mal ehrlich, so etwas können wir uns sparen. Es ist vielen kranken Menschen egal, ob ihr Asthma ausgelöst wird durch die Stickoxide oder durch das Ozon, das durch Stickoxide entsteht. Demzufolge sind Grenzwerte zwingend einzuhalten. Technisch ist dies erreichbar. Unsere Kinder und unsere Gesundheit werden es uns danken. Vielen Dank. Ralf Lenkert war das für die Linksfraktion. Er ist Sprecher für Umweltpolitik und hat hier die Position seiner Fraktion für strenge Grenzwerte noch einmal untermauert. Und jetzt hören wir Bettina Hoffmann für die Grünen. Wir unterhalten uns hier über die Frage, wie gefährlich ist es, wenn wir langfristig Stickoxide einatmen. Um es mal ganz klar zu sagen, es ist gefährlich. Und es ist auch vollkommen unstrittig, dass Stickoxide das Gewebe in den Lungen schädigen, dass sie Herz-Kreislauf-Beschwerden verstärken und dass sie auch Allergien hervorrufen. Um die Gesundheit von uns allen zu schützen, gibt es eben diesen Jahresgrenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Er gilt für alle Menschen, an allen Orten und zu jeder Zeit. Damit ist dieser Grenzwert darauf ausgelegt, dass auch empfindliche Menschen damit keine Probleme bekommen. Und dieser Grenzwert ist nicht aus der Luft gegriffen. Epidemiologische Studien, da können Sie ruhig drüber lachen, ja. Epidemiologische Studien sind wissenschaftlich anerkannte Verfahren. Und ich finde es nicht gut, Frau Skudelny, dass Sie diese in Misskredit bringen mit so komischen Vergleichen über dicke Bäuche von Männern. Experimentelle Versuche
an Menschen und Tieren verbieten sich. Und deshalb muss man auf diese Studien zurückgreifen. Der Unterschied Grenzwert allgemein und Arbeitsplatz wurde gerade schon mal angedeutet. Ich will hier keinen belehren, ja, aber vielleicht muss man es doch einfach noch mal sagen. Der errechnet sich aus zwei Sicherheitsfaktoren, die miteinander multipliziert werden. Ein Arbeitsleben dauert bei uns typischerweise 40 Jahre. Das sind 220 Arbeitstage mal 8 Stunden, ergibt 70.000 Stunden. Und bei einer Lebenserwartung von 80 Jahren atmet man aber in 700.000 Stunden insgesamt 10-mal so viel Luft ein und aus wie am Arbeitsplatz. Und dazu kommt noch ein Faktor zur erhöhten Empfindlichkeit von 10% der Bevölkerung, diese Kinder und so weiter, die erwähnt wurden. Die sind zwar vielleicht noch gesund, aber sie sind empfindlich. Und multipliziert man diese Faktoren, dann kommt man auf einen Wert von 20 bis 50 Mikrogramm pro Kubikmeter als einen vorsorgeorientierten Wert. Aber seien Sie doch mal ehrlich, worum geht es hier wirklich? Was ist hier die Frage? Soll die Politik Vorsorge betreiben und wie sehr soll sie das machen? Wir Grüne finden, es ist richtig, das Vorsorgeprinzip streng anzuwenden, damit auch Schwangere sich keine Sorgen um ihre Babys machen müssen, damit auch alte Menschen Luft in ihrer Straße atmen können und damit auch Menschen mit Asthma sich noch raustrauen können. Und ja, das Vorsorgeprinzip schließt auch mit ein, dass der Staat das freie Spiel des Marktes dort einengt, wo es mal nötig ist. Und das gilt insbesondere jetzt auch für die Autoindustrie. Die liegt nämlich keinesfalls auf dem Boden, sondern macht Milliardengewinne. Und zwar, indem sie daran gespart hat, ordentliche Abgasreinigungen in ihre Autos einzubauen, obwohl sie es ja könnte. Und das ist nämlich der wahre Skandal bei dieser ganzen Diskussion, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber noch mal zurück zu diesen magischen 40 Mikrogramm Stickoxiden pro Kubikmeter Luft. Grenzwerte sind immer relativ, aber man kann sie prüfen, das wird gemacht und dann stellt man sogar fest, der heutige Grenzwert ist eher zu lasch als zu streng. Nur weil wir ihn nicht einhalten, ist er nicht falsch. Und das Problem löst man dann nicht, indem man einfach Grenzwerte verschiebt oder die Messstation ein bisschen weiter wegstellt. 2015 haben sich die Experten der Weltgesundheitsorganisation alle Studien zur Langzeitwirkung von Stickoxiden noch mal genau angeschaut. Sie kamen zu dem Schluss, dass mit gesundheitsrelevanten Wirkungen bei einer langfristigen durchschnittlichen Exposition von 20 Mikrogramm kalkuliert werden müsse. Und sie empfehlen sogar, den Grenzwert bei der nächsten Revision zu verschärfen. Und dem schließen sich auch Experten aus dem Sachverständigenrat für Umweltfragen an. Und sogar der VDI, der nun wirklich nicht grün nahe ist, hat das auch bestätigt 2004 und 2017. Und genau vor diesem Hintergrund empfehle ich Ihnen, weg mit dem Schaum vorm Mund, wenn es um Grenzwerte geht. Und machen Sie sich bitte mal Gedanken darüber, ob es nicht besser ist, mit hohen Anforderungen die Wirtschaft gut für die Zukunft aufzustellen, ganz im Sinne von Lebensqualität und Gesundheit der Menschen, und zwar der Gesundheit von allen Menschen. Auf der ganzen Welt. Vielen Dank, Bettina Hoffmann. Nächste Rednerin, Dr. Anja Weisgerber für die CSU-CDU-Fraktion. Werte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Menschen in unserem Land haben ein Anrecht auf saubere und gesunde Luft. Das wollen wir gewährleisten und dafür arbeiten wir. Die Frage ist doch, ob die Überprüfung der europaweit geltenden NOx-Werte der richtige Weg ist und ob die Europäische Union mit 28 Mitgliedstaaten dies überhaupt ändern wird, ob dies überhaupt durchsetzbar ist. Lassen Sie uns lieber den Weg in eine Mobilität der Zukunft gehen, mit einem hohen Gesundheitsschutz für unsere Bürgerinnen und Bürger, denn das ist das einzig richtige Signal, meine Damen und Herren. Und wenn Sie sich in der Europapolitik auskennen würden, dann wüssten Sie auch, dass für eine Änderung der Grenzwerte die EU-Kommission einen Vorschlag für die Änderung der Luftqualitätsrichtlinie vorlegen müsste. Zum einen wird die Kommission diesen Vorschlag zur Aufweichung der Grenzwerte sicher nie vorlegen. Und zum anderen würde sich dann ein langwieriges Gesetzgebungsverfahren
zwischen Europäischem Parlament und Rat anschließen. Und das kann Jahre dauern. Bis dahin ist Deutschland längst verklagt. Die deutsche Automobilindustrie wäre im internationalen Wettbewerb um Umwelttechnologien abgehängt. Und das kann doch nicht ernsthaft Ihr Vorschlag für die Zukunft sein, meine Damen und Herren. Wir gehen einen anderen Weg, und zwar den Weg einer modernen, zukunftsgerichteten Mobilität. Dabei ist uns Folgendes besonders wichtig. Wir wollen generelle Fahrverbote vermeiden, denn wir wollen all diejenigen, die aus wirtschaftlichen Gründen und im guten Glauben einen Diesel gekauft haben, nicht mit generellen Fahrverboten bestrafen. Frau Kollegin, eine blaue Plakette. Erlauben Sie eine maximal. Ich würde gerne ausnahmsweise heute zu Ende führen, und er kann ja später noch eine Intervention machen. Eine blaue Plakette löst die Probleme nicht, sondern schafft durch die Verlagerung der Emissionen neue Probleme. Deswegen lehnen wir die blaue Plakette auch ganz klar ab, meine Damen und Herren. Die Mobilität wird sich in den nächsten Jahren grundlegend verändern. Und das sage ich auch als Klimapolitikerin. Das ist nämlich auch aus klimapolitischen Gründen notwendig. Das internationale Klimaabkommen und auch unser eigener Klimaschutzplan 2050 geben diesen Weg vor. So steht es auch im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, meine Damen und Herren. Und daran können auch Sie von der AfD-Fraktion, die den menschengemachten Klimawandel im 21. Jahrhundert immer noch leugnet, nichts ändern. Alle Sektoren werden einen Beitrag leisten müssen, auch der Verkehrssektor. Und das birgt auch Chancen für die Wirtschaft. Durch die Entwicklung von Umweltinnovationen werden wir am Markt punkten können, damit auch Arbeitsplätze neu geschaffen werden. Und wenn wir es nicht tun, werden wir im Gegenteil abgehängt werden, und es werden sogar Arbeitsplätze verloren gehen. Auch diesen Aspekt, den dürfen wir bei der ganzen Diskussion nicht vergessen. Der Koalitionsvertrag enthält eine ganze Reihe von Maßnahmen für eine moderne Mobilität. Die Förderung der Elektromobilität, die Weiterentwicklung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie oder die Verlagerung des Pendelverkehrs auf die Schiene. Außerdem wird derzeit ein umfassendes Maßnahmenbündel aus Anreizen und konkreten Maßnahmen umgesetzt. Bis Ende des Jahres werden 5,3 Millionen Diesel-Pkw der Schadstoffklassen Euro 5 und Euro 6 umgerüstet, mit dem Ziel, die NOx-Emissionen dieser Autos um 25 bis 30% zu reduzieren. Wir werden ein Sofortprogramm starten, es ist schon gestartet, saubere Luft. Damit wird der tägliche Verkehr, zum Beispiel Busse des ÖPNV oder auch Taxis in den Städten, weiter elektrifiziert. Erst letzte Woche hat Verkehrsminister Scheuer einen Förderbescheid über 2,4 Millionen Euro für elektrifizierte Polizeiautos in Niedersachsen überreicht. Auch die Digitalisierung der kommunalen Verkehrssysteme wird gefördert, ebenso die Nachrüstung von Bussen im ÖPNV mit Abgasnachbehandlungssystemen. Denn, meine Damen und Herren, dies macht doch viel mehr Sinn. Es macht viel mehr Sinn, Busse des ÖPNV, die Taxen, die Polizeiautos, die den ganzen Tag in den Innenstädten unterwegs sind, emissionsarm zu gestalten, anstatt einer Familie, die zweimal im Jahr in die Innenstadt fährt, die Einfahrt mit ihrem Diesel zu verbieten, meine Damen und Herren. Und damit mit den Maßnahmen noch nicht genug. Verkehrsminister Scheuer hat kürzlich angekündigt, Elektro-LKWs von der Maut für Bundesstraßen und Autobahnen zu befreien. Das ist ein weiteres Signal für eine moderne Mobilität in unserem Land. Abschließend schauen wir uns doch mal an, wo wir eigentlich stehen. 2016 haben noch 90 deutsche Städte den Grenzwert überschritten. Heute sind es noch 66 Städte, und die große Mehrheit dieser Städte überschreitet die Grenzwerte nur noch geringfügig. Das zeigt doch, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir können es schaffen, das EU-Recht einzuhalten, und das ohne die Überprüfung der Grenzwerte. Und man muss auch sagen, von 90 bis 2015 war ein Rückgang der NOx-Emissionen um rund 60% zu verzeichnen. Das gilt es auch erstmal anzuerkennen, meine Damen und Herren. Wir entscheiden uns dafür, den Weg in die Mobilität der Zukunft zu gehen, für die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger, im Einklang mit ihren Interessen, auch mit den Interessen Dieselfahrer, für das Klima und für die Wirtschaft, die von den Innovationen sicher profitieren wird. Vielen Dank.
Vielen Dank. Anja Weisgerber war das für die CDU-CSU-Fraktion. Und nächster Redner jetzt ist Mario Mieruch. Er ist einer von zwei fraktionslosen Abgeordneten hier im Deutschen Bundestag. Aber jetzt gibt es doch noch mal eine Kurzintervention aus den Reihen der AfD-Fraktion. In der CDU-CSU-Fraktion gibt es da ein Missverständnis. Der Herr Bernhard hat in diesem Antrag von den Emissionsgrenzwerten geredet und nicht von den Emissionsgrenzwerten, die Sie hier dauernd zitiert haben. Es geht hier darum, dass wir die Bedingungen der Umwelt so reglementieren, dass sie auch erfüllbar sind. Es geht nicht darum, den Fahrzeugen vorzuschreiben, zu welchen Emissionsgrenzwerten sie kommen. Da stehen wir selbstverständlich dazu, dass die Zulassungskriterien, das hatten wir eben bei Ihrem Kollegen auch schon, deshalb möchte ich das jetzt gerne ergänzen, bei Ihrem Kollegen ist auch zitiert worden, dass es um die Emissionen eigentlich geht. Wir wollen selbstverständlich nicht die Euro 5 und Euro 6 Normen neu aufrollen. Das hat keiner bei uns gesagt. Wir wollen die Umweltgrenzwerte, also die Emissionsgrenzwerte, auf einen erfüllbaren Wert erhöhen. Und es ist momentan, soweit ich das weiß, keineswegs geklärt, dass man selbst mit einem totalen Fahrverbot diese 40 Mikrogramm überhaupt erreichen kann in einigen Stellen. Deshalb möchte ich Ihnen da ganz massiv widersprechen. Vielleicht würden Sie stehen bleiben. Dankeschön, Frau Dr. Weisgerber. Durchaus bewusst, dass man zwischen Emissionen an der Quelle und Emissionsgrenzwerten unterscheiden muss. Aber die Frage ist, was ist dann letztendlich der Inhalt Ihrer Forderung? Sie wollen eine Überprüfung der Grenzwerte, eine Aufweichung der Grenzwerte. Und wir haben in vielen Reden auch beantwortet, dass die Grenzwerte durchaus wissenschaftlich fundiert sind und dass man sich einfach mal fragen muss, ist es überhaupt realistisch, diese Grenzwerte anzugreifen, etwas an den Grenzwerten zu ändern und eine Entwicklung auf der europäischen Ebene in diesem Sinn anzugehen. Und da sagen wir nein, wir wollen den Weg in die Mobilität der Zukunft gehen. Wir wollen die Chancen letztendlich dieser Zukunftsinnovationen auch für unsere deutsche Automobilindustrie nutzen. Wir wollen sie fit machen für die Zukunft. Das ist vorwärtsgewandt und nicht rückwärtsgewandt, wie Sie das machen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. So, und jetzt geht es weiter in der Debatte, wie schon angekündigt, mit Mario Mieruch, einem von zwei fraktionslosen Abgeordneten hier im Deutschen Bundestag. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, im Verlauf der Debatte habe ich gelernt, dass die Fraktion der Grünen mittlerweile die Welt retten möchte. Und in der Unionsfraktion hat man Sorge vor der Klage, vor Klageverfahren der EU. Es ist ein tolles Thema, was aufzeigt, wie wir die eigene Souveränität bereits in vielen Fällen nach Brüssel verlagert haben und wie das Ganze dann eben auch auf uns zurückfällt. Und in diesem Zusammenhang sollten wir uns auch mal über die Panikmache und die Hysterie ein bisschen näher vor Augen führen, denn das ist nicht das Einzige, was Organisationen wie eine Deutsche Umwelthilfe mit ihren sagenhaften 274 Mitgliedern, die erstaunlicherweise auch noch aus unseren eigenen Ministerien mit Millionen Förderung gepampert wird, zurückkommt. Augenscheinlich haben sich nämlich genau diese Damen und Herren beim Gang durch die Institution sowohl hier wie auch in der EU eingenistet, sodass sie offenbar wesentlichen Einfluss auf die Legislative nehmen können oder über Ableger noch lukrative Dienstleistungsaufträge zugeschustert bekommen. Da passt also etwas grundlegend nicht mehr an dieser Stelle. Und zu den Kollegen von der FDP in Punkt 8 sprechen Sie von Hintergrundemissionen. Nee, nennen Sie es beim Namen. Sagen Sie Hauptemissionen, denn es gibt viel erheblichere und noch eine ganze Menge andere Quellen als eben nur den Verkehr. Und in Bezug auf das Umweltbundesamt sollten wir dessen Rolle auch mal kritisch hinterfragen, denn wenn es um die Seriosität von diesen ganzen Werten geht, ist es sehr spannend festzustellen, dass UBA eine Konzentration von 400 ppm an CO2 bereits als alarmierend wertet, andererseits aber über die EN 13779 einen Wert von 800 ppm CO2 als hohe Raumluftqualität deklariert. Das ist ein bisschen seltsam und das wirft erhebliche Zweifel an der tatsächlichen Objektivität auf, die sich natürlich dann im Bereich der NOx- und der Feinstaubthematik fortsetzen. Ja, das gefällt Ihnen nicht, das ist mir völlig klar, aber Realität ist etwas, da haben Sie ja sowieso größere Probleme mit. Die große Herausforderung bei der Neubewertung dieses Komplexes wird also sein, überhaupt noch jemanden zu finden, der das alles überhaupt objektiv anpackt. Und deshalb brauchen wir ein unabhängiges Moratorium, was wissenschaftlich seriös Werte definiert, die als künftige Entscheidungsgrundlage gelten können. Danke. Dankeschön. Mario Mieruch war das. Als fraktionsloser Abgeordneter hat er eingeschränktes Rederecht. Nur 2 Minuten standen ihm jetzt zu. Jetzt kommen wir zum letzten hier in dieser Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt. Arno Klare für die Sozialdemokraten wird das sein.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 40 Mikrogramm ist einer der Grenzwerte. Und wenn ich mit der Automobilindustrie rede und dann sagen die, können wir locker einhalten. Gar kein Problem. Der Diesel kann das. Gar keine Frage. Es gibt einen weiteren Grenzwert, der gerade schon mal erwähnt worden, diese 18 mal 200, die nicht im Stundenmittel überschritten werden dürfen pro Jahr. Die deutschen Autobauer können das. Die kriegen das hin. Die Autos sind längst schon gebaut, die das können. Und da muss man jetzt nicht diese Unterscheidung machen, die ich natürlich auch kenne, die gerade hier gemacht worden ist. Die Fahrzeuge, die heute gebaut werden können, schaffen diese Werte. Und die Unternehmen sind viel weiter als diese ideologischen Verrücktheiten oder diese wissenschaftstheoretischen Schwachkopfheiten, die da gesagt worden sind. Ich kann es nicht mehr hören. Die haben nämlich längst begriffen, Sustainability sells. Und diejenigen werden auf dem Weltmarkt vorne sein, die die besten Fahrzeuge mit den besten Werten haben werden. Und das müssen unsere Hersteller sein und keine anderen. Herr Klare, erlauben Sie... Nein. Woher kommen die Werte? Das ist gerade schon mal gesagt worden, die WHO legt diese Werte fest, beziehungsweise sie macht einen Vorschlag in den Air Quality Guidelines. Und das sind eigene Messungen, eigene Studien, die gemacht werden. Und die WHO erstellt regelmäßig sogenannte Metastudien. Die letzte große Metastudie 2013, Review of Evidence on Health Aspects of Air Pollution, ist durch die Europäische Kommission beauftragt worden. Und die Frage war dann, ab welcher Expositionsschwelle, NOx zum Beispiel, sind adverse gesundheitliche Effekte nachweisbar. Und da hat die WHO eine Studie gemacht und hat die seit 2005 erschienenen Studien, 120 an der Zahl, weltweit ausgewertet. Und alle Studien, die die WHO ausgewertet hat, bis auf eine, die erwähne ich gleich, bestätigen die Validität der Grenzwerte, die wir gesetzt haben. Es gibt eine Studie, die das nicht tut. Das ist die berühmte NMAPS aus 2003, so eine Multi-City-Studie, die in den USA gemacht worden ist. Aber es ist die einzige Studie, die die Werte nicht bestätigt. Das heißt, die Werte, die wir haben, sind erstens wissenschaftlich valide. Epidemiologie ist nicht in eine Glaskugel gucken. Bitte mal einmal mit Wissenschaftstheorie ein wenig befassen und vielleicht mal Karl Popper lesen. Kann ich Ihnen gern mal schenken. Dann werden Sie begreifen, dass das eine ernstzunehmende Wissenschaft ist. Die Werte sind auch technisch einzuhalten. Auch das ist kein Problem. Das ist kein Hexenwerk. Das heißt, diese Werte, die wir da haben, sind erstens ökonomisch, Sustainability sells, sie sind ökologisch, weil sie Menschen schützen, und sie sind auch sozial, weil sie schlicht die Arbeitsplätze unserer OEMs sichern. Das sind die besten Autobauer der Welt. Und ich möchte, dass die ihre Arbeitsplätze behalten. Aber mit so einem Unsinn wie von da und von da werden wir diese Arbeitsplätze nicht erhalten, sondern wir werden sie gefährden. Arno Klare war das hier für die Sozialdemokraten als letzter Redner in dieser Debatte. Ja, wie sinnvoll, wie aussagekräftig sind Grenzwerte? Hier ging es um Stickstoffdioxid. Jetzt gibt es allerdings von der Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth noch, sie hat noch eine Kurzintervention zugelassen von Judith Skudelny von der FDP. Herr Kollege, Sie haben gesagt, dass die neuen Autos, die jetzt entwickelt und gebaut und verkauft werden, die Grenzwerte einhalten können. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Millionen Menschen in Deutschland ein Fahrzeug kaufen und sich nicht jedes Jahr ein neues Fahrzeug kaufen können? Die Laufleistung von Dieselfahrzeugen über 100.000 Kilometer sind und Sie mit Fahrverboten genau diejenigen belasten, die eben nicht das Abgeordnetengehalt haben, sondern mit einem ganz normalen Gehalt ihre Fahrzeuge über 10, 15 Jahre fahren und auf die Mobilität angewiesen sind? So, und jetzt hat der Herr Klare die Möglichkeit zu antworten. Also wenn Sie den nächsten Tagesordnungspunkt noch hier sitzen bleiben, sind glaube ich 38 Minuten oder 40 Minuten, und dann den nächsten nochmal einen Antrag der Linken, dann reden wir über, ich zumindest werde da über Nachrüstung reden und über die Notwendigkeit derselben. Können Sie mir zuhören, müssen Sie einfach nur hier bleiben. Mehr will ich im Moment dazu nicht sagen.
damit schließe ich auch diese lebendige Debatte. Ja, in der Tat, lebendige Debatte hier zu Stickstoffdioxid-Grenzwerten. Die Vorlagen hier der AfD-Fraktion und die Vorlage der FDP-Fraktion, die gehen jetzt zunächst mal in die Ausschüsse. Zum nächsten Tagesordnungspunkt. Es geht um Rechtssicherheit beim Investitionsschutz. Der Europäische Gerichtshof, der hatte Anfang März in einem etwas überraschenden Urteil erklärt, dass private Schiedsgerichte zwischen EU-Staaten unzulässig sind. Das Urteil hat Folgen, unter anderem für Unternehmen. Zum Hintergrund vielleicht. Derzeit bestehen rund 200 bilaterale Investitionsschutzverträge zwischen EU-Staaten. An 10 ist Deutschland beteiligt beispielsweise. Diese Abkommen, die wurden meist in den 1990er Jahren geschlossen, als die osteuropäischen Staaten die Marktwirtschaft einführten, aber noch nicht zur EU gehörten. Die Verträge sehen vor, dass ein ausländischer Investor ein privates Schiedsgericht anrufen kann, wenn er sich vom Staat, in dem er investiert hat, unfair behandelt fühlt. Die FDP-Fraktion hat zu diesem Thema einen Antrag vorgelegt und zu diesem Antrag wird es auch den ersten Redner bzw. die erste Rednerin von der FDP-Fraktion geben. Das wird Sandra Weser sein, die wir jetzt gleich erwarten zur Eröffnung der Debatte. Wer enthält sich? Niemand. Dann ist der Überweisungsvorschlag abgelehnt. Zugestimmt hat die. Das war sehr eindeutig. Jetzt war ich schneller als der Bundestag, denn die Überweisung, das hat jetzt einen Moment gedauert, länger als sonst, denn die Federführung war strittig. Es gab unterschiedliche Ansichten darüber, in welche Ausschüsse diese Vorlagen der vorherigen Debatte, also dieser FDP-Antrag und der AfD-Antrag zu den Grenzwerten gehen sollte. Und da musste die Bundestagsvizepräsidentin abstimmen lassen. Aber dieser Antrag wird in mehreren Ausschüssen beraten. Es gibt immer einen federführenden. Und jetzt geht es darum, ob der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur federführend ist, wie das die Koalitionsfraktionen möchten. Und das wird jetzt hier die Mehrheit finden. Also der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur wird federführend diese Vorlagen beraten. Dann gibt es aber natürlich auch noch den Ausschuss für Umwelt und Naturschutz, der das Ganze mitberaten wird.